So, herzlich willkommen zurück zu Far Cry New Dawn zusammen mit Psyonix, der da. Hi. Was macht der Typ da? Sterben. Was will er? Keine So, Ahnung. wir haben uns für Geld? diese Folge wieder einen Plan gemacht. Also zum einen ist hier ein bisschen Kriegsgebiet gerade. Dieser Truck da vorne ist ultra geil. Eigentlich wollten wir nur hier hochklettern, aber das war schwieriger als gedacht. Wir sind wieder in der Schraubebude. Schraubenbude? Keine Ahnung, wie auch immer. Erstmal hat der Raubabude. Typ hier noch irgendwas zu sagen. Okay, die Vorratskammer, Außenposten. Ist das der Außenposten, den wir machen wollten? Nee, das ist der da oben. Okay. Nee, wir wollen die Schraubenbude nochmal auf dem nächsthöheren Schwierigkeitsgrad machen. Also unser ersten Level 3er Außenposten mal erobern. Und danach haben wir vor, wenn ich das kurz auf der Karte zeigen darf, hier hinzugehen. Wir vermuten, dass hier noch ein Außenposten ist. Und von da aus können wir dann Richtung Nana uns bewegen. Aber erstmal möchten wir mit unseren tollen neuen Waffen rausfinden, wie gut wir gegen diesen Oh. Außenposten da kommen. So, plündern. Plündern. Plünderung dieses Außenposten bringt dir 100 Ethanol. Okay, begib dich zum Außenposten. Wir sind schon da. Bleib bei meiner aktuellen Position. Zack. Weißt du, was richtig cool ist? Ich habe mir gerade den Sägeblattwerfer V2 gecraftet und sehe gerade, dass du nicht nur ein Sägeblatt und dann nachladen musst, du hast jetzt 9 Sägeblätter, bis du nachladen musst. Das ist cool. So. So, erstmal. Okay. Erstmal auskundschaften. Ich glaube, ja, da ist auch eine Da ist Elite ein. dabei. Das Problem ist, wir wissen nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob. Ich könnte den da oben auf dem Turm. Da ist niemand in der Nähe. Den könnte ich snipen. Den da hinten. Ja, Ja, ich gehe noch mal ein bisschen rum und guck noch mal, ob wir noch ein paar andere markieren können. Wollen wir entdeckt werden? Der ist jetzt gerade eh Alter, weg. Alter, nein! Hör mal auf, mich zu entdecken, du Sacknase. Aber ich weiß halt nicht, ob Oder. ich. Ob ein Headshot ein One-Shot ist bei denen. Die Ist müssten das ja eine. Stufe 3 sein, ne? Ja, und du hast eine Level 3 Sniper, ne? Ja. Aber du musst gucken, wenn sie wieder einen Helm anhaben, dann wird wahrscheinlich erst der Helm wieder wegfliegen und dann. Also Genau. den da kann ich, glaube ich, nicht One-Shotten. Wobei so ein Motorradhelm sollte von der Sniper nicht den Schuss abfangen, eigentlich. Theoretisch und praktisch ist halt immer was anderes, ne? So, jetzt gucke ich erstmal, da ist ein Alarm. Weil die haben jetzt nämlich drei. Eins, zwei. Ne, zwei Alarme, oder? Nee, jetzt blöd. Drei. Drei Alarme. Ich habe eine ganz verrückte Idee. Warte, ich mach mal eben den einen mal weg. Okay. Ja, Nur gib noch mir ein zwei bisschen Alarme. Zeit. Ja. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich habe, glaube ich, eine. Ich gehe auf den. Auf dieses Windrad da oben. Achso, ich verstehe. Okay, die haben wohl gemerkt, dass ein Alarm ausgeschaltet ist. Oder die haben dich gesehen. Nein, Ich weiß mich haben es sie nicht nicht. gesehen. Okay, dann haben sie nur mitgekriegt, dass ein Alarm flöten gegangen ist. Und rasten jetzt Also ich wieder habe voll aus. ganz kurz eine. Ich habe zweimal ganz kurz eine Sichtanzeige gesehen, aber die war komplett leer. Gucke ich noch, dass ich die anderen beiden Alarme ausschalten kann, Einen bevor wir Alarm kann ich reingehen. ausmachen von hier aus. Okay, der wäre. Ach so, der da. Sicher? Ah. Hier ballert mich irgendwer ganz schön krass. Hast du das Gesehen hat gewesen? mich keiner. Ja, die sind so ein bisschen in Ey, ich Aufruhr, falle weil sie runter. was gehört haben. Ey, ich hab grad Lag-Spikes irgendwie. Das ist schlecht. Und ich glaube auch, dass sie dich gesehen haben. Nein, haben sie nicht. Sie haben da ist so ein. Siehst du den Typen, der da gerade stirbt? Den haben sie gesehen. Ah, ach so, ich dachte, das wär's. Aber okay. Den anderen Alarm sehe ich. Musst du auch hin, weil ich komme da nämlich nicht hin. Kommt drauf an, Warte ob ich mal, durch der ist. leichtes Metall Nee, durchschießen nee, nee, kann. nee, der ist nicht. Der ist. Okay. Da ist noch einer direkt davor, ne? Zwei. Ja, das ist der Da steht Elite. doch der Elite vor. Ja, der Ja, Elite warte. und noch einer.
Ich könnte, also ich. Warte. Ich hab ein Schussfeld, ich kann's probieren. Nein, lass mal. Ich komm da, glaube ich, so dran. Oh. Okay, nein, die Helme fliegen doch erst vorher ab. Just so you know. Ja, ich hab auch den einen Typen jetzt gerade. Ja, der sieht mich auch. Ich kann nicht durch die Metall-Sachen durchschießen. Kommst du zum Alarm? Warte. Fuck! Ich hab den Typen getötet, der den Alarm gezündet hat. Wieso kann der Verstärkung rufen? Der ist tot. Lol. Ich hab mega die Leg-Spikes gerade. Ich weiß nicht warum. Ich wollte mich an diesem Kletterhaken-Ding festhalten, aber Leg-Spike und ich bin einfach durchgefallen. Ich glaube, ich muss gleich mal das Spiel restarten. Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe dem einen Typen gerade 3 Headshots gegeben und er ist nicht gestorben. Das ist echt unbefriedigend. Hab ihn. Oh Mann. Oh Mann. Rückzug. Wieso Rückzug? Wo ist der Elite? Da ist einer. Ach du Scheiße. Wo ist der Werfer überhaupt? Ich versuche zum Alarm zu kommen und den erstmal auszuschalten. Alter, wie kann man denn so schlecht schießen? Alter, bum bum bum, Alter. Komm mal. Du lenkst die gerade super ab. Ich geh rein und guck, dass ich den Alarm ausmache. Alter, wie ungenau kann man denn bitte schießen? Alarm ist aus. Okay. Ich nehm gleich den Raketenwerfer-Typen raus. Oh, ich hab so absolut keine Munition mehr. Warum kann ich gerade nicht abdrücken? Hä? Ich hatte ihn perfekt im Visier, aber ich konnte nicht abdrücken, weil... Reasons. Wow! Ich nehme gleich den Typen raus, der die Granaten wirft. So, jetzt ist hier Ende. Okay, keine weiteren Raketen. Ja, da kommt gerade der Heli mit dem nächsten Elite. Egal, Elite nehmen wir raus. Wo ist der? Der Elite ist bei mir. Alter. Ja, werft die Typen direkt über mir ab. Wo bist du gerade? Right here, Motherfucker. Sehr gut. Eli ist wieder weg. Und ist der Typ mit dem Flammenwerfer. Ein paar Pillen schmeißen. Alter. Ja, und von der Rakete nur 90 Damage.
Alter Schwede, ich bin gleich down, wenn das so weitergeht hier. Wow. Geht's ja auch richtig gut. Wo ist der Raketentyp? Kannst du den mal markieren? Warte, ich muss mal kurz gucken, dass ich nicht am abfackeln bin. Der Raketentyp ist der Elite. Ich lauf wieder außen rum. Frag mich, ob ich so eine Rakete während des Flugs abschießen kann. Weiß ich nicht, aber ich bin jetzt drin. Ich hab einen verrosteten Flammenwerfer, geil. Oh, das wird mir nichts bringen. Ah. Er ist halb. Oh, run, bitch! Ich hab den Elite gedownt. Müssen ihn finishen schnell. Hab ihn. Das war der Zivilist. Du hast den Zivilisten getötet. Casualties. Okay, wo ist der andere? War hier draußen irgendwo. Da ist er! Er ist down. Hui! Alter! Das war anstrengend. Anstrengend jetzt nicht, aber... Hätte ich das richtige Equipment mitgebracht, dann wäre es einfacher gewesen. Ja. Aber wir haben sie auf Stufe 3. Gibt's jetzt noch eine höhere Stufe? Oder gehört die jetzt für immer uns? Weil das Sternchen sind voll. 300. Wir können die nochmal plündern für 150. Nächste Schwierigkeit, Stufe 3. Okay, nein, die bleibt jetzt da. Also Schwierigkeitsstufe ist auch wieder lila, die nächste. Hm, okay. Und dann würde ich sagen, verfolgen wir jetzt unseren eigentlichen Plan. Beziehungsweise warte kurz. Wie viel Ethanol haben wir? Ich weiß nicht, wie viel du hast. Ich hab genug. Ich gehe nochmal ganz kurz nach Prosperity. Weil wir müssen Pimp My Ride machen. Achso. Kann nicht sein, dass wir mit irgendwelchen... es kann nicht sein, dass wir die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Gammelkarossen durch die Gegend fahren. Gut, der eine Truck wäre echt geil gewesen. Also das lasse ich ihm. Der ist schon geil. Aber... Ja. Ich müsste die doch jetzt upgraden können. Jawoll. So, Werkstatt Stufe 1 von 3. Kann ich direkt nochmal upgraden? Ich will nur andere Waffen. Werkbank. Nein, kriegst du nicht. Keine Waffen für dich. Du kriegst Werkstatt. Nochmal und nochmal und nochmal. Ich werde auch jedes Mal wieder dahin geportet. Okay, nochmal die Werkstatt. Nein. So, was guck mal, ich kann die sogar herstellen. Ich habe 1095 Spulen. Was sagen denn die Herausforderungen? Faustwaffenexperte, ich muss noch zwei töten, einen Bogen. Sturmgewehrexperte muss ich auch noch behalten. So, ich muss jetzt auch nochmal ganz kurz in meine Vorteile. Denn, ich habe 14 Punkte und ich hole mir jetzt erstmal mehr Lungenkapazität. Weil ich würde echt gerne länger die Luft anhalten können. Das kann ich auch noch upgraden, aber erstmal upgrade ich noch die leichte Munition auf voll. Okay, 4-mal habe ich jetzt leichte Munition mir geholt. Es scheint unendlich oft zu gehen, kann das sein? Ich weiß nicht, wie oft man das machen kann. Ich bräuchte doch mal eine Melee-Waffe eigentlich.
Muss man die extra, na, die Midi-Waffe zählt als, zählt die als Faustwaffe oder ist die extra? Könnte eventuell sein, dass du Probleme mit deinem Audio hast, Kollege. So, jetzt sollte meine Tonprobleme wieder behoben sein und ich auch keine Lag-Spikes mehr haben, hoffentlich. So, und ich möchte mir noch eine Waffe herstellen, denn ich will eine Midi-Waffe. Ich weiß genau, was ich haben will. So. Ich habe jetzt Schrotflinte, Recurve-Bogen zum Silent ausschalten, eine schöne AKMS, mein Revolver. Ich habe eine, ich habe meine Silent Sniper, mein Silent Sturmgewehr, einen echt dicken Prügel und und die Maschinenpistolen-Ding. Okay, so, jetzt machen wir aber den Außenposten. Das Spiel ist direkt wieder richtig viel flüssiger, das gefällt mir. Also, ich denke mal, es ist ein Außenposten. So, erstmal nach draußen gehen. Bist du eigentlich automatisch mit raus? Guck mal meinen dicken Prügel an. Nice. Wo ist denn hier das Helipad? Da. Also Fahrzeuge herstellen ist auf jeden Fall kein Problem. Die sind ultra billig. Selbst die Stufe 3 Dinger. Ich brauche nicht mal, so. Einmal einen Kopter. Alter. Und das nur mit so ein paar Federn. Hä? Okay. Was? Ja, er haut sich gleich das dickste Ding raus, ey. Das ist halt das Stufe 3. Soll ich machen? Ja, willst du die Anmoderation im Heli machen? Wieso? Wir sind schon in der Folge drin. Oh. Gibt ja keine Anmoderation, war ja nur ein Cut, kein Folge. Hallo. Na, wo sitzt du eigentlich? Ich kann mich leider nicht umdrehen. Oder kann ich mich umdrehen? Ah doch, so kann ich mich umdrehen. Ach, ich sitze hinten. Ja, dann gebe ich mal Vollstoff. Fliegt man jetzt schneller, wenn man den Heli neigt? Ich glaube nicht. Ey, da ist das Schraubenteil. Gab's da eigentlich auch einen Heli-Platz? Ich glaube nicht. Ich find's gut, dass bei dem Heli die Scheiben schon kaputt sind. Wenn ich dann irgendwo gegenfliege, können die wenigstens nicht kaputt gehen. Aber ich find's auch gut, dass ich die hergestellt habe, aber trotzdem die Fenster kaputt sind und Stücke drin stecken. Was mir auch gefallen ist, ist, dass die das immer noch nicht gefixt haben, wenn du im Koop bist. Derjenige, der dir joint, also nicht der Host ist, der. Die haben irgendwie ein Problem, das zu synchronisieren, dass du fliegst und ich hinterher bin. Weil es macht immer nur so Glück, Glück, Glück bei mir. Hm. Genau. Interessant. Das ist kein. Nicht smooth. Was ist das hier? Genau, ich sehe nichts. Ist das ein Außenposten? Den Ort kannten wir aber schon. Ja. Unter uns ist irgendein Teil. Wollen wir uns das holen? Was? Obwohl, nee, das ist das zu nah an dem Außenposten. Das ist definitiv ein Außenposten. Ja, das ist ein Außenposten. Die Referent. Ich lande mal hier auf dem freien Platz. Das war nochmal runter, Steuerung. Achso, ich steig mal aus. C ist runter. Ja, wer sieht mich denn hier? Hallo? Beschäftigt die Ratten einfach! Verstärkung ist unterwegs! Ja, so viel dazu. Alles klar. Ach, das ist ein Sniper. Ich hab mich so. Der hat uns gesehen. Cool, also, alles klar. Haben wir gleich wieder eine Elite hier stehen, ne? Weiß Bescheid. Ja, ich meine, ansonsten wäre das auch zu einfach. So, erstmal den Sniper raushauen. Der nervt. Er wurde wieder aufgehoben.
meine, das sind halt nur Stufe 1 Typen, ne? Wir können hier einfach richtig Rambo reinrennen. Haltet durch! Verstärkung kommt über die Straße! So. Wo ist denn die Verstärkung? Das war die Verstärkung. Ja. Lächerlich. Lächerlich. Machen wir den direkt noch zweimal. Nimm mal deine Waffe an, mit was ich hier gekämpft habe, Alter. Ja, ich glaube, es ist relativ egal, mit was du auf die schießt, wenn die Stufe 1 sind. So, erstmal Raffinerie. Wir haben jetzt Öl. Oder was auch immer die hier raffinieren. Raffinieren. Oh, ist ja voll raffiniert, ey. Haha, den Witz hat noch niemand gebracht. Oh, ich hab bloß gar keine 20 verfügbaren Punkte. Jetzt schicken Sie Musik in den Äther und reden mit anderen Gruppen außerhalb des Countys. Du musst uns das Ding zurückerobern und denen den Hahn zudrehen. Signalstelle Außenposten. Wir entdecken gerade die ganze Zeit Außenposten. Hast du den Safe schon gefunden? Bitte? Nein. Doch, habe ich. Gelogen. Hast du? Perfekt. Direkt nochmal. Spiel denselben Song nochmal. Lass diesmal aber wirklich gucken, dass wir das mal hinkriegen, unentdeckt. Okay, ich hole meinen Bogen raus. Ja, ich habe meinen Sniper. Den kann ich auch garantiert noch alle one-shotten. Wo ist denn hier der Star? Plündern. Plündern. Begib dich zum Außenposten, sind wir schon. Let's go. Ich glaube, wir müssen wirklich vorsichtig ein Stück weiter weg landen vom Außenposten. Die sind nicht ganz so heli-unbemerkbar, wie sie es früher waren hier. Die haben sich die Raffinerie zurückgeholt und destillieren da Ethanol, also sollte genug da sein. Achte auf Alarmsysteme. Die rufen Vollstrecker. Jetzt rufen sie Vollstrecker. Ich habe ihn in Position. Kann von hier aus jede Menge Schaden anrichten. Den Alarm kann ich jederzeit ausmachen. Von hier aus. Vielleicht können wir den. Oh, vielleicht können wir auch die Basis mal ohne, dass wir den Alarm erst ausmachen, mal angreifen. Also ich kann von hier aus so ziemlich jedes Ziel, was du mir nennst, rausnehmen. Okay. Ja. Beispielsweise den Sniper da oben könnte ich dir wegnehmen. Ja, sure. Ja. Ich fange an, die Leute zu meucheln. Ich nehme den Sniper oben raus. Sniper ist weg. Ich habe noch einen zweiten Sniper oben. Ganz links, den ich rausnehmen könnte. Allerdings klettert da ab und zu ein Typ hoch. Nimmst du bitte den Sniper da oben raus? Jetzt ist er weg. Irgendwas haben sie bemerkt. Der geht zum Alarm. Ich habe den einen Alarm ausgeschaltet. Ja, es gibt irgendwo noch einen zweiten. Oh ja, ich sehe ihn. Ist aus. Okay. Auf meiner Seite ist keiner mehr. Da ist noch ein RPG-Schütze.
Alter, die mich fast gesehen, ey. Mich haben sie gesehen. Achso, ja gut, dann. Dann ist ja egal. Mann! Komm zu dir mit der Rutsche. Na, immerhin, Dings. Nein, kein Alarm. Dieser Ort da oben ist richtig geil. Also ich sehe halt wirklich jeden. Ich guck mal kurz in meine Vorteile. Ich habe 0 Punkte, okay. Ich guck nicht in meine Vorteile. Warum hat der Typ hier schon wieder was? Matschbirnen haben ein altes Edenkloster besetzt. Wir wollen hier keine weitere Highwayman-Festung in der Gegend. Erledige sie. Leerer Garten. Noch eine Runde. Denselben Song nochmal? Einer geht noch. Denselben Song nochmal. Alles klar. Denselben Song. Und los. Also ich bin da oben sehr nah dran, ist das Problem. Also ich muss höllisch aufpassen, aber... Ah, wir spawnen auf einer anderen... Die Highwaymen haben wieder die Raffinerie besetzt. Mit ihren härtesten Schlägern. Da gibt es jede Menge Ethanol, aber sei bloß vorsichtig. Ich wünschte, ich könnte dir Markierungen geben. Da ist eine Elite. Mhm. Also unbemerkt können wir bei Elite nicht machen, weil den das kriegen wir nicht down. Elite. Ich kann jederzeit den Sniper rausnehmen. Hallo? Hör mal auf, mich zu entdecken. Soll ich den Sniper ausschalten? Ja, mach doch. Wenn du meinst, dass du es hinkriegst. Ja, der hatte einen Helm auf, toll. Aber er ist nicht mehr oben. Ich gesehen weiß. Hat er mich auch nicht. Ich sehe, dass er nicht mehr oben ist. Warum geht die Musik jetzt schon wieder so los? Weil sie... Ich kann einen Alarm ausschalten von hier aus. Ja, den kann ich auch ausschalten von hier aus. So, vielleicht einfacher als du. Sniper ist weg. Alarm ist aus. Da stand ein Typ direkt daneben, ne? Du hast ins Wespennest gestochen. Sie rennen alle rum. Also schon vorher. Die Mucke, die anderen Alarme? Ein Alarm ist in diesem kleinen Haus da oben. Mhm. An den wird es schwer dran zu kommen. Ich weiß, wie ich da dran komme. Zumindest an dem, wo ich gerade fast dran gescheitert bin. Die suchen auf jeden Fall da hinten alle nach dir. Ich kann den Alarm ausmachen. Okay. Ein Alarm übrig. Ja, ich denke, ich weiß, wo der dritte ist. Also ich sehen tue ich ihn auch durch das grüne Licht, aber ich habe ihn nicht im Sichtfeld. Wo ist er denn? Siehst du das grüne Licht? Oder kann ich dir mit meinem Fernglas so, Punkte setzen? Oh, die fangen schwer an. Haben sie dich gesehen? Nein. Ich auch nicht. Ich hock hier. Also die Battle-Musik in dem Spiel ist echt sehr merkwürdig. Aber ich glaube, die kriegen Besuch von irgendwem anders. Ja, ich hab's auch gesehen. Außen war einfach einer von uns. Das ist der Alarm. Ich hab
Ich habe den Typen, der am Mörser war, gekillt. Könnte sein, dass ich den Alarm ausschalten kann. Ich habe noch einen Gegner entdeckt. Ich habe einen RPG-Schützen gekillt. Alter! Wieder einer hat einen Helm weniger. Help! Ich hab keinen. Ich kann dir nicht helfen von hier aus. Okay, ich denke, ich bin sicher. Okay. Oh Gott, ey. Ich sehe den Alarm, aber ich kann nicht drauf schießen. Okay. Weißt du, wo der Elite ist? Nee. Die kommen alle drei in deine Richtung. Ich kann in deine Richtung schießen, um sie abzulenken. Nee, alles gut, ich bin noch safe. Der eine kommt dir sehr nah, ne? Komme ich an diesen scheiß Alarm? Wieder ein Helm weniger. Ich versuche in deine Richtung zu kommen, dass ich ein Schussfeld auf dich habe. Okay. Irgendwer ist direkt bei mir, kann das sein? Ja, der Elite. Ja, der Elite. Alter, die sind alle extrem nah. Renn. Okay. Also gerade sind die alle extrem nah bei mir, aber auch, ne? Ja, weil sie den Schuss gehört haben wahrscheinlich. Ich habe auf den Elite nicht geschossen. Aber auf irgendwas hast du doch geschossen, oder? Ich habe vor einer Weile mal einem Typen Helm abgeschossen, aber da war ich noch nicht hier. Hey, warte mal. Nee. War noch nicht zum Alarm. Ich habe einen Typen wieder gekillt. Ja, der war direkt über mir. Ja, ich schieß einem anderen Alarm den Helm tot. Ab. Jetzt hat wieder einer den Helm verloren. Ja. Muss wieder Position wechseln. Ja. Versuchen eigentlich derzeit noch sneaky zu sein. Alle Alarme weil sind die uns tot. Noch nicht. Ja, die haben uns aber noch nicht gesehen. Noch kriegen wir unentdeckt, ne? Ja, aber mit dem Elite bin ich mir nicht so sicher, ob das so funktioniert. Abwarten, gucken. Jetzt hat wieder einer einen Helm verloren. Das sehe ich immer, wenn sie dann alle aufgeregt durch die Gegend. Es ist echt nervig mit den Helmen. Als ob so ein scheiß Motorradhelm so einen Schuss abwehren kann. Einmal. Alter, was war das?
suchen auf jeden Fall nach mir. Ich habe absolut den Zero-Ahnung, wo der Elite ist. Ich glaube, der Elite ist. Ich habe den Elite gefunden. Kann das sein? Mhm. Ich dachte, der Elite wäre vielleicht bei mir irgendwo. Nee, nee, der ist hier. Ist wieder einer weniger. Wieder einer weniger? Ich muss mich verstecken. Ich mich auch. Die Kampfmusik, Alter. Abgespaced, ey. Ich laufe. Gleich bin ich einmal komplett im Kreis um die Basis rumgelaufen. Ich habe meinen Schuss auf den Elite-Helm abgegeben. Hat scheinbar nichts. Nee, hat ihn nicht interessiert. Greif an wen denn? Du weißt doch gar nicht, wo wir sind. Wir sind Geister. Es fallen nur ab und zu Helme und Leute um. Ich sehe den Elite, der ist gerade bei einem ganz rosanen Teil. Im Gastank. Ich bin gerade 3 bei dir. Ich bin gerade beim Elite. Einer hat schon wieder einen Helm verloren. Soll ich mal einen Schuss auf den Elite abgeben? Ja, mal gucken, ob du seinen Helm kaputt kriegst. Das juckt den gar nicht. Nee, ist absolut gar nicht, ne? Ich hab schon gemerkt. Das ist eine fucking Sniper, die ich habe. Schüsse auf den Kopf tun weh mit der. Vor allem, ich habe ihm 2-mal in den Kopf geschossen, ne? Okay. Bin safe. Das wird eine Folge. Nur diesen Scheiß auskosten. Der nächste hat den Helm verloren. Wer sieht mich denn gerade? Oh, Tacke. Ah, da kommt gerade einer. Okay, der Typ am Mörser ist tot. Was macht der eine Typ da ganz links so alleine? Das bin ich. Also der sucht gerade nach mir. Er ist tot? Ah, sehr gut. Wow, das war knapp. Ja, bleib da stehen. Da kommt noch einer mit Motorrad, hey. Ach, der Elite, der sieht mich die ganze Zeit. Der ist da oben. Gesehen? Okay, einer ist noch übrig mit Helm. Ja. Ich guck mal, dass ich weggehe. Fuck! Er hat mich gesehen. Was? Wer? Der Elite. Es ist noch einer, der stand. Also das heißt, es ist jetzt egal, ob wir gesehen werden. I think so. Ja, jetzt auf jeden Fall. Okay, jetzt der hat mich nicht gesehen. Andere Elite auch noch gesehen. Der andere Elite ist hinter uns. Ja. Dachte ich mir schon fast. Wo ist er? Da. Ich habe ihn gedownt. Bring's zu Ende. Er ist tot. Okay, ich habe den Random-Typen.
müsste nur noch der andere Elite übrig sein. Dieses Gewehr macht tatsächlich echt gut Schaden an den Elite. Alter. Vor allem ist es silenced, ne? Ja. Tu mal meinen Schruf hintern, ey. Ja. Ist aber auch mit drauf geschossen, ne? Auf den Elite. Ja. Also es ist mit der Waffe, die ich da habe, würde es gehen, weil sie halt silenced ist und trotzdem gut Schaden macht. Aber das ist halt ein Sniper-Schuss, nicht mal seinen Helm wegballert. Ich meine. Das Blöde ist. Der Meister Takedown braucht, dass Prosperity auf Level 3 ist. Also soll ich dir mal was zeigen? Guck mich mal an. Und warte. Warte. Was bin ich denn hier? Oh nice. Gorilla-Maske. Gönn dir. Ach. Ich habe endlich auch mal was. Ich habe, glaube ich, ich habe sogar noch was gesehen. Yeah. Nee. Me too. Nice. Ah, die Gorilla-Maske ist übel hässlich. Ich nehme jetzt mal den Fischerhut. Sonst irgendwas Cooles noch freigeschaltet? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Ich habe einfach gar nichts sonst. Außer Bärte. Bärte habe ich. Ich habe sogar schon fast das ganze Set vom Weltraumaffen. Ich glaube, die versuchen, Nioiden auszuspielen. Ich will nur eine Jacke. Eigentlich ist mir das aber auch völlig egal. Ich will nur, dass du sie loswirst und ihr Ethanol mitbringst. Die Insel. Außenposten. So, das war jetzt eine Außenpostenfolge, aber hey, wir haben zwei Außenposten jetzt auf Stufe 3. Ach, guck mal, wir haben den da oben. Das da oben ist die Signalstelle sogar. Das ist relativ klar, was wir nächstes Mal machen, ne? Gehen was? Zur fliegen zur Zielübung, Schatz, machen Nana und danach die Signalstelle, ne? Ach so. Klingt nach einem guten Plan. Das klingt nach einem Plan, ja. Das ist ein guter Plan. Wir müssen noch die alte Schmiede, die hat zwei Sterne, das geht nicht. Ja, wir machen noch eine Runde, keine Sorge. So, aber die Folge ist jetzt lang genug. Ich würde sagen, das reicht dann für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.